Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einem neuen Format und zwar den Chapter Switches. Alle 10 Kapitel schaue ich mir die darauffolgenden 10 Kapitel an und versuche durch Chapter Switches rauszukriegen, was denn passieren könnte. Nur in diesem Video sind es nur 7 Kapitel, da mittlerweile schon Kapitel 912 einfach fertig ist. Deswegen schauen wir uns diesmal Kapitel 913 bis 919 etwas genauer an. Und los geht's! Bei Kapitel 913 können wir die Zahlen drehen und kommen so auf Kapitel 139. Hier taucht Aokiji das erste Mal auf. Ich denke aber nicht, dass Aokiji in Wano Kuni auftauchen wird. Wenn wir die Zahlen aber ein bisschen anders verdrehen, kommen wir auf Kapitel 193 und hier startet Zoro seinen Kampf gegen Mr. One. Wie wir uns sehr stark ausdenken können, wird im nächsten Kapitel der Kampf gegen Basil Hawkins beginnt, Ruffy und Zoro vs. Basil Hawkins. Aber möglicherweise sagt Zoro seinen Schwertkampfstolz, will einen 1 gegen 1 Kampf. So könnte Basil Hawkins vs. Zoro ähnlich sein wie Zoro gegen Mr. One. Dann kommen wir zu Kapitel 914. Wenn wir hier die Zahlen ein bisschen verdrehen, kommen wir aufs Nachfolgekapitel 194 und hier wird das erste Mal Cut Through Steel erwähnt, also das Schneiden durch Metall. Basil Hawkins besteht natürlich nicht aus Metall, aber möglicherweise wird durch seine Teufelsfrucht Zoro vor eine andere Herausforderung gestellt. Dann kommt Kapitel 915, drehen wir hier einmal die Zahlen, kommen wir auf Kapitel 519 und hier kommt Ruffys Königshaki das erste Mal. Interessant, könnte es sein, dass in 915 Ruffy doch in den Kampf einschreitet, vielleicht gegen die anderen zwei von Basil Hawkins und hier einfach mal sein Königshaki einsetzt. Oder was ich mir vorstellen könnte, Zoro hat die Überhand im Kampf, die anderen zwei von Basil Hawkins wollen einschreiten und Ruffy knockt diese einfach mit seinem Königshaki aus. Was auch noch interessant ist, wenn wir das Ganze ein bisschen anders drehen, kommen wir auf Kapitel 159 und hier kommt Ace. Also Ruffy sagt hier, dass Ace sein Bruder ist. Möglicherweise wird Ruffy Otama in Kapitel 915 erzählen, dass er der Bruder von Ace ist. Und das war noch nicht alles, das wird ein interessantes Kapitel. Wenn wir hier noch einmal die Zahlen drehen, kommen wir noch zu Kapitel 195, wo Zoro eine neue Technik einsetzt, um Mr. One zu besiegen. Möglicherweise passiert genau dies gegen Basil Hawkins. Dann könnten wir endlich eine neue Fähigkeit sehen. Dann kommen wir zu Kapitel 916. Wenn wir hier ein bisschen die Zahlen drehen, könnte man meinen, kommt man auf Kapitel 619, aber hier ist nur Neptune und Co. und die Energy Steroids werden erwähnt. Ich glaube aber nicht, dass Kaido so eine Muskelmasse hat, weil er auf Steroiden ist. Drehen wir die Zahlen aber ein bisschen anders, kommen wir zu Kapitel 169, wo Robin ihren ersten wirklich großen Auftritt in Alabasta hat. Sehen wir endlich die ersten Tanzeinlagen von Robin? Wir sind gespannt. Wenn wir nun aber noch weiter die Zahlen drehen, kommen wir zu Kapitel 196, wo Zoro endlich gegen Mr. One gewinnt. Also könnte der Kampf vielleicht 3 Kapitel dauern, Zoro vs. Basil Hawkins, und in Kapitel 916 gewinnt Zoro diesen Kampf endlich. Dann schauen wir uns mal Kapitel 917 an. Wenn wir hier die Zahlen drehen, gibt es im Grunde nur eine wirklich gute Möglichkeit, und zwar Kapitel 179. Und zwar, in dem Kapitel wird der Angriff auf Alabasta vorbereitet. Möglicherweise bereiten die Strohhüte oder Kanjuro zusammen mit Kinemon endlich mal den Angriff auf Kaido und den Shogun vor. Schauen wir uns nun Kapitel 918 an. Wenn wir hier das alles ein bisschen drehen, wird es interessant, denn dann kommen wir zu Kapitel 819, in dem Momonosuke als Kozuki-Mitglied vorgestellt wird. Könnte endlich Momonosuke in Wano Kuni, naja, zumindest mal wörtlich erwähnt werden. Möglicherweise vielleicht sogar von Otama, wir wissen es nicht. Oder erfahren wir einfach mehr von dem Kozuki-Clan. Im selben Kapitel 819 kommt aber auch Jack zurück nach Su. Könnte es endlich sein, dass sie ihn gefunden haben auf dem Meeresgrund und Jack auf Wano Kuni auftaucht. Wenn wir nun die Zahlen nochmal ein bisschen verdrehen, kommen wir zu Kapitel 189, in dem Sanji Mr. Two besiegt. Wäre an sich ganz cool, aber ich glaube nicht, dass in der Zwischenzeit Sanji irgendwie einen Gegner gefunden hat. Und drehen wir noch ein letztes Mal für dieses Kapitel die Zahlen, kommen wir auf 198, wo der Kampf der Rebellen und der königlichen Armee auf Alabasta beginnt. Könnte also in Kapitel 918 schon der Kampf gegen den Shogun beginnen oder zumindest mal die ersten wirklichen Vormärsche? Sind wir gespannt.
Dann kommen wir noch zum letzten Kapitel, das ihr mir angucken wollt, und zwar Kapitel 919. Wenn wir hier die Zahlen drehen, kommen wir zu Kapitel 199 und dieses Kapitel hieß Hoffnung. Passiert nun endlich was in Wano Kuni in Kapitel 919, wo vielleicht Kinemon oder vielleicht Otama Hoffnung schöpfen. Vielleicht wird Otama mittlerweile so gut auf Ruffy eingestellt sein, dass sie denkt, wow, this dude, der ist wirklich gut, der könnte unser Land retten. Und das wäre dann die Hoffnung. Beim Durchschauen sind mir mehrere Sachen immer wieder aufgetaucht. Checo sowie Hachan, doch diese werden da nichts mit zu tun haben. Aber dass sich diese Kapitel eben viel um den Krieg der Rebellen gegen die Armee von Alabaster dreht, fügt sich schon ein in den Krieg der Rebellen-Samurai gegen den Shogun und Kaido, findet ihr nicht? Was haltet ihr von diesen Chapter Switches? Schreibt eure Meinung einmal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein kleines Abonnement, einen kleinen Klick auf die Glocke und die Däumchen nicht vergessen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao. Shut your mouth!